nach dem Herrn ausstrecken, die wiedergeboren sind, die den Herrn lieben und die wirklich seinen Willen tun wollen, die unter Verdammnis leiden, unter Anklage, unter Schuldgefühlen, die irgendwie den Eindruck haben, sie packen es nicht, sie schaffen es nicht, irgendwas steht zwischen ihnen und Gott. Weißt du, der Verkläger der Brüder, wie der Teufel in der Offenbarung genannt wird, ist daran interessiert, uns vor Gott zu verklagen und einen Keil dazwischen zu treiben, zwischen uns und dem himmlischen Vater. Der griechische Begriff Diabolos, der für Teufel steht, bedeutet der Dazwischenwerfende, der etwas dazwischen treibt, der es auseinandertreiben will. Du musst dir das so vorstellen wie einen himmlischen Gerichtssaal. Da ist der gerechte und vollkommen unbestechliche Richter, Gott selbst. Da ist der Ankläger, der ständig irgendwie powert, um Ärger zu schüren. Aber da ist auch Jesus, der Verteidiger. Und er hat für alles bezahlt. Und wenn ein wiedergeborener Christ, der sein Herz nach dem Herrn ausstreckt, dort vom Feind verklagt wird, dann sieht der Vater diesen Menschen, wie wenn Jesus davor stehen würde. Er schaut ihn an mit Augen voller Liebe. Er sagt, das ist jemand, der Jesus angenommen hat, in dem Jesus lebt, in dem der Heilige Geist lebt. Das ist jemand, der zu uns gehört. Und der Gerichtsspruch über diese Person lautet unschuldig. Er lautet unschuldig. Wenn du Jesus angenommen hast, wenn du mit ganzem Herzen dich danach ausstreckst, nach seinem Willen zu leben, wenn du vorwärts gehst mit ihm, dann lass diese Gedanken von Anklage und von Schuld nicht dich quälen. Es ist der Versuch des Feindes, dich zu blockieren von dem Eigentlichen, was der Herr für dich hat. Natürlich, wenn du gefallen bist, wenn Sünde in deinem Leben ist, dann musst du das bereinigen. Aber wenn du immer und immer unter diesem Gefühl leidest, immer schuldig zu sein und nie genügen zu können, dann ist es etwas, wo der Feind dich bedrängt. Und ich möchte dir eine wunderbare Bibelstelle zusprechen für dich, wenn du in dieser Situation bist, die du nehmen kannst und die dich freisetzen kann. Lass die wirklich in dein Inneres gehen. Lass die wirklich dich ganz durchdringen. Beschäftige dich damit. Sinne darüber, bete darüber und erfasse diese geistliche Wahrheit. Eine geistliche Wahrheit, die ich so nennen möchte. Du bist unschuldig, wenn Jesus in dir lebt. Der Bibelvers heißt, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Was wollen wir mehr? Jesus Christus tritt für uns ein. Er ist unser Leben. Wenn wir ihn angenommen haben, haben wir völligen Zugang zu Gott. Haben wir völligen Freimut hinzuzutreten zum Thron der Gnade. Und das ist etwas, was wir ergreifen müssen im Glauben, damit wir diese anklagenden Stimmen des Feindes wirklich aus unserem Leben verbannen, damit wir frei werden davon. Gott hat mehr für dich.